Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jena hier ist der Pujan und ich bin der Sashi und wir präsentieren euch heute wieder den Tag. Ja. Genau. 27. November. Ja, heute ist der 27. November und da haben wir ein Geburtstagskind. Ach nee, du hast das Geburtstagskind. Ich habe das Geburtstagskind und ich gebe dir einen Tipp. Warte mal, lass mich überlegen. Wilhelm Tell. Genau. Bruce Lee hätte heute Geburtstag. Weißt du eigentlich, wie Bruce Lee eigentlich, also ursprünglich, Bruce Lee ist ja nicht sein ursprünglicher Name. Ach so, nicht? Ich dachte, weil er eine amerikanische oder eine Muss ich Mutter hatte. Lesen. Pinyin Li Xiaolong. Echt? Also so hieß der? Ich finde, das geht viel flüssiger auf ja, als Bruce Lee. Xiaolong. Ja, Bruce Lee. Ja. Leider verstorben am 27. November 1940 in San Francisco. Ach Schmarrn, da ist er ja geboren. Am 20. Juli 1973 ist er in Hongkong verstorben. Hongkong. Und der war echt cool. Also der hat ja eigentlich erst diese ganzen Kung-Fu-Filme und den ganzen Kram nach Amerika gebracht. Wirklich berühmt gemacht. Einer seiner Schüler. Chuck Norris. Chuck Norris. Der Mann, der kein Honig isst, sondern Bienen kaut. Ja. Chuck Norris, einer seiner Schüler. Und er hat auch Experimente mit Strom gemacht. Mit Strom? Ja. Also Bruce Lee hat Experimente mit Strom gemacht, um die Muskeln besser zu trainieren. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe EMS-Training mal gemacht. Elektrisches Muskelstimulationstraining. Ich bin sicher, das war das Gleiche. Habe ich gemacht. Allein von der Statur her, würde ich sagen. Das war ohne Scheiß. Die ganze Zeit so Impulse. Musst du dagegen anspannen. Und dann irgendwie so Übungen machen. So 2 Kilo. 2 Kilo Gewicht. Und während diese Impulse kommen, Alter, du kackst ab, ich sag dir. Ich kack ab, wenn du die Übung machst. Ja, genau. Interessant. Ja. Bruce Lee hat Geburtstag eigentlich nur 4 Filme gemacht. Aber er starb ja während der Dreharbeiten unter mysteriösen Umständen. Mhm. Und sein Sohn Brandon Lee. Auch. Ja. Der ist bei The Crow. Genau. Ja. Ein ziemlich cooler Film. Ein bisschen düster. Ein ganz kleines Der ist saugeil, finde ich den. Ja, der ist wirklich gut gelungen. Ja, genau. Bruce Lee hat Geburtstag gehabt und. Ich zeig dir mal einen Zaubertrick. Ich greife hier hin und tschack. Chuck Norris. Ja, am 27. November 1975 wurde Juan Carlos der erste spanischer König, mhm. weil Francisco Franco hat verfügt, dass nach seinem Tod die Monarchie wieder eingeführt wurde. Aha. Ja, und dann hat Juan Carlos den Thron bestiegen. Und deshalb auch Carlos der Erste, ein sehr guter Brandy, kann ich nur empfehlen. Ja, 27. November. Ja. Genau. Was ist am 27. November noch? Ein weiteres Geburtstagskind. Noch ein Geburtstagskind. Ja, heute haben wir ausnahmsweise mal 2 Geburtstagskinder mit dabei. Und jetzt, Mädels, haltet euch fest, denn wir sprechen über Manolo Blahnik. Alle Frauen da draußen. Manolo Blahnik heißt eigentlich Manolo Blahnik Rodriguez. So ist sein richtiger Name. Wie? Spanischer Schuhdesigner Rodriguez. Rodriguez. Spanischer Schuhdesigner von exklusiven und hochpreisigen Schuhen sowie Gründer der nach ihm benannten Schuhmarke. Und so ein paar Schuhe, also ich meine, wenn wir beide uns Sneakers holen, da lachen die drüber. Da kriegst du nicht mal einen Schuhkarton von. Das ist richtig, also da musst du richtig, also unter 20 Euro kriegst du da gar nichts. Nein, das kann ich mir niemals leisten, sowas. Ja, sag ich doch. Nee, nee. Und er ist geboren in Santa Cruz de la Palma in Spanien. Respekt und Anerkennung, da will man ja so jeder geboren worden sein. Wenn man Manolo Blahnik heißt, ist es egal, wo man geboren ist. Ja. Also ich glaube, der macht richtig Tsching. Was hast du eigentlich für Schuhe an? Ich habe hier so Sneaker. Ach, guck mal, ja. Hier sind die Neusammer. Neusammer? Sind die Neusammer? Neusammer. Neusammer. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, das war der 27. November. Wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.